Ja, hallo und herzlich willkommen zum Video-Tutorial, die erste PowerPoint-Präsentation. Wenn man das Programm startet, dann sieht man hier erstmal eine leere Titelfolie. In der leeren Titelfolie sind zwei Textfelder. Das eine ist vorgesehen für den Titel, das andere für den Untertitel. Ich kann hier also einfach reinklicken und dann schreibe ich meinen Titel rein. Den Untertitel könnte ich freilassen, weil das wirkt sich nicht aus. Also man wird später beim Vorführen der Präsentation hier kein leeres Feld sehen, wo steht Untertitel durch Klicken hinzufügen. Das kann man lassen. Man kann es aber auch anklicken und dann weglöschen. Beides ist möglich. Wenn man jetzt weitere Folien haben möchte, dann klickt man hier unter Start, Folien, hier auf neue Folie und hier mit dieser Auswahl kann man auch das Format dieser neuen Folie bestimmen. Wir hatten jetzt hier einmal die Titelfolie, das nächste wäre dann praktisch Titel und Inhaltselemente. Hier auch wieder einfach zum draufklicken und dann kann ich hier entsprechend die Überschrift einfügen. Ich kann hier, wenn ich in dieser Textbox die Aufzählungen haben möchte, dann kann ich hergehen und einfach zu schreiben beginnen. Wenn ich die Aufzählungspunkte nicht haben will, kann ich die einfach hier oben ausschalten unter Absatz. Meistens möchte man die aber haben. Und hier kann ich nun anfangen, hier aufzulisten. Und kann entsprechende Unterkategorien machen mit Einrückungen. Ich kann das Ganze allerdings auch hier in der Gliederungsansicht erstellen. Ich könnte also jetzt hier hingehen, nächste Zeile schalten mit Enter, dann mit Shift-Tab komme ich wieder zurück und hier kann ich dann weitere Punkte hinzufügen. Ich kann auch hier wieder eine Einrückung machen mit der Tab-Taste. Und rechts kann man dann sehen, wie sich das Ganze auf der Folie auswirkt. Ich stelle hier mal das Layout auf zwei Inhalte um. Jetzt sieht man hier einmal die linke Seite, die rechte Seite. Und nur um zu zeigen, dass man diese Textfelder, die hier entstehen, nicht löschen sollte, weil ich könnte ja auch hergehen und könnte sagen, hier unter Zeichnung Textfeld, ich erstelle ein eigenes Textfeld. Ich kopiere jetzt einfach mal hier diesen Inhalt in mein neues Textfeld, das jetzt verschwunden ist. Das kann ich natürlich entsprechend auch formatieren mit Aufzählungszeichen. Und mit einer entsprechenden Schriftgröße entsprechend anpassen. Allerdings, wenn man hier ein entsprechendes Design zuweist, dann ist eben diese Aufzählung hier nicht mit formatiert. Ja, das ist nur in diesen vordefinierten Textfeldern. Hier wirkt sich das aus, aber hier diese Textbox, die bleibt praktisch immer gleich. Ich müsste also immer manuell angleichen. Deshalb hier bitte keine eigenen Textfelder erstellen. Gut, wir fügen eine neue Folie ein. Diesmal möchte ich das Layout mit Titel und Inhalt. Ich stelle hier mal die Entwurfsansicht dieses Layout wieder um. Und hier möchte ich jetzt einfach mal ein Foto einfügen. Hier will ich dann hier Grafik aus Datei einfügen. Dann geht hier auch der Bilderordner auf und hier kann ich dann entsprechendes Bild einfügen. Der Vorteil hierbei ist, dass das Bild schon auf die richtige Größe formatiert ist und es gibt dann die Möglichkeit hier unter Einfügen Grafik das ebenfalls zu machen und dann passiert aber Folgendes. Wenn ich das Bild so einfüge, dann habe ich es auf die ganze Größe dieser Folie. Das heißt, ich müsste jetzt hier mit der Maus dieses Bild erst einmal noch verkleinern
und dann an die richtige Stelle schieben. Das ist etwas aufwendig und deshalb einfach dieses Medienfeld nutzen, Grafik, und schon kann man das Ganze einfügen. Ja, gehen wir nochmal auf die Gliederungsansicht ein. Man sieht hier ja, ich habe hier eine Titelfolie, ich habe hier die Folie 2, Titel und der Inhalt, der auch hier eingerückt dargestellt ist. Bei der Folie 3 habe ich allerdings dieses Bild nicht. Eine Überschrift ist noch nicht vergeben. Das ist ein Leuchtturm. Dann taucht diese Überschrift hier auch in der Gliederung auf. Allerdings nicht das Bild. Wenn ich jetzt nochmal schalte, dann kann ich hier arbeiten wie in einem Outliner. Das heißt, einmal schalten und ich habe hier eine neue Folie. Hier, das ist die Folie 4. Und hier, ich wiederhole nochmal die Folie 2, Städte. Hier kann ich jetzt hergehen, schalten und dann mit der Tab-Taste Einrückungen machen. Und kopiere das mal und habe dann sofort meinen Inhalt auf dieser Folie. Und ich kann auch hier weitere Einrückungen machen mit der Tab-Taste. Tab-Taste Shift kann ich das rückgängig machen. Und hier auch nochmal die Einrückung. Wenn ich dann noch eine Folie haben möchte, gehe ich hier einfach wieder her und mit Tab-Taste und Shift-Taste kann ich wieder die Einrückung rückgängig machen, bis ich zu der ersten Ebene komme, wo ich dann auf der Folie 5 lande. Wenn ich jetzt diese Gliederungsansicht ausgedruckt haben möchte, das geht hier auch. Das geht unter Datei, dann unter Drucken und hier kann ich umstellen von ganzseitige Folien auf die Gliederung. Und hier sehe ich jetzt meine Gliederung, die ich vorhin im Navigationsbereich gesehen habe. Und unter Drucken kann ich sie dann entsprechend ausdrucken.